klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Auf keinen Fall. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Zweite Jahrtausend. Philipps Buch, die Gerechtigkeit der Kirche, verfasst 1140. In lateinischer Sprache verfasst. Mit Philipps Buch in Skriptorium für den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlung der Klöster von England und in die Normandie gefunden. Hauptsächlich wird es in den höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und vielleicht gefährlicher Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zur Feuerprobe und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Jahrhunderten wird behauptet, dass der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche gibt dabei vor, dass die Unschuldigen von Gott gerettet werden würden. Doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott zu einer Urteilsverkündung nichts zu zwingen vermag, nicht einmal der Papst. Der Mensch dient Gott, nicht Gott den Menschen. Philipp glaubt, dass zu Wunder, die sich bei diesen Feuertruppen zugetragen haben sollen, nichts anderes als Fälschungen waren, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Feinde der Kirche hingegen wurden getötet und verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Daher müssen Feuerproben und andere Gottesurteile verboten werden, so Philipp. Aha. Dafür wird er dann vermutlich noch eines Tages auf dem Scheiterhaufen landen. Hey, an was arbeitest du da? Darf ich das mal lesen? Nein. Remigius wird ungehalten, wenn ich damit nicht fertig werde. Na dann. Wir müssen noch dieselbe abgeben und mal nach dem Buch schauen auf dem Markt. Hier dieselbe. Dieselbe für die Walkaren. Probiert mal die Salbe. Wann hast du nur die Zeit gefunden, Salbe für uns zu machen? Hast du nichts zu tun? Wer wäre ich denn, wenn mir das Schicksal hilfesuchender Damen egal wäre? Heißt das, du hilfst uns jetzt beim Walken? Ich habe selbst viel zu erledigen, darum wird das leider nicht klappen. Aber natürlich. Plötzlich hast du etwas zu erledigen. Aber ich muss schon sagen, die Salbe wirkt. Meine Hände fühlen sich schon viel besser an. Danke, Jack. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen. So. Sollten wir mal auf dem Markt nachgucken. Die haben hier viele verschiedene Waren. Aber Bücher werden hier nicht verkauft. Aha, mit Steinmetzen können wir noch mal reden. Hey. Jack, wie gefällt dir der Stein, den ich für deinen Kragstein ausgesucht habe? Danke, war genau richtig. Ich muss nur noch besser meißeln lernen. Das braucht Zeit, Jack. Nur Geduld. Und jetzt geh besser wieder an deine Arbeit. Wer weiß, wie lange es hier überhaupt noch etwas für uns zu tun gibt. Tja, bei den bunten Stoffen und bei Martha. Können wir gleich nochmal reinschauen. Martha, wollten wir mal reden. Da bist du ja wieder. Wolltest du nicht mit Aliena reden? Vielleicht.
Aljena ist heimgegangen? Vielleicht. Ich weiß nur, dass sie heute einen Besucher erwartet. Ich muss gehen. Bis später, Jack. Können wir sie vielleicht zu dem Buch befragen? Ich bezweifle, dass Martha das Buch kennt. Aber vielleicht weiß einer der Mönche etwas. Naja, vielleicht weiß Philipp was. Ich bezweifle, dass er mir helfen würde. Kann doch. Vielleicht er hier. Kennst du Ovid? Wie bitte? Ovid, den Autoren. Nein, den kenne ich nicht. Vielleicht kennen ihn die Brüder im Skriptorium. Die haben schon viele Bücher gesehen und gelesen. Das macht Sinn. Okay, mit denen können wir nicht mehr reden. Wie komme ich denn zum Skriptorium? Ach ja, hier. Hier wird das sein. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amoris. Hast du davon schon mal gehört? Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Ich weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist auch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. In Winchester haben sie eine Kopie des Amores. Und er hat es, glaube ich, gelesen, sonst würde er nicht so erröten. Wir gehen mal schweigend hier vorbei. Auf zum Weg. Können wir nicht. Wem wollen wir jetzt noch davon erzählen? Bei jenes Haus wollen wir noch nicht. Vielleicht gehen wir dort mal hin. Komm, Jonathan. Erzählen wir Ellie, was wir rausgefunden haben. Ach, das ist Annie. Hübscher Spitzname. Ranulf von Chester und sein Halbbruder haben Stefan die Burg von Lincoln weggenommen. Jetzt haben wir die Chance, sie zurückzugewinnen. Wir? Wer ist wir? Ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit. Sinnlosen Streit? Du glaubst immer noch, ich spiele nur herum? Nein! Ich riskiere mein Leben, Ellie. Für dich und mich. Das ist kein Spiel. Das weiß ich. Wirklich? Es ist eine Ehre, Ritter des Königs zu sein. Eine Ehre, die eine Menge Geld kostet. Jetzt hast du es zerbrochen, Jonathan. Da ist jemand an der Tür. Ich bin gleich zurück. Natürlich nicht gelauscht. Oh. Geh mal spielen. Jack. Hey. Na? Ja. Was machst du hier? Ich... Das Buch. Hast du einen Besucher? Was denn? Bist du etwa eifersüchtig? Alles in Ordnung bei dir? Ja, es dauert nur eine Minute. Tut mir leid, mein Bruder ist hier. Er muss bald nach Shiring zurückreiten. Ah, verstehe. Nun gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe. Welches Buch? Oh, Ovid, hast du wirklich noch danach gesucht? Na
Natürlich. Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Es kam mir nur so vor, als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle. Wo wir gerade davon sprechen. Könntest du Philipp ausrichten, dass mir eine Idee gekommen ist, wie wir die Arbeiter bezahlen können? Oh. Wie denn? Ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen. Aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen. Alles klar. Ich werde es ihm ausrichten. In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Oh. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der es besorgen kann. Aha. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht. Klingt nach einem Plan. Percy Hamley, dem Grafen. Percy Hamley ist ein fetter Tölpel. Das weißt du ganz genau. Glückwunsch, jeder hat dich gehört. Ja, und? Sie sind alle Bastarde. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. In Ordnung. Sehen wir uns später, Jack? Natürlich. Bastard. Also, das Wort solltest du besser ganz schnell vergessen, kleiner Bruder. Ja. Für sie hast du also Geld, Ellie. Du belauschst mich also. Großartig. Der Handel mit Philipp wird ihm und uns helfen, Richard. Robert von Gloucester rückt in diesem Moment auf Lincoln vor. Morgen werden wir von Shiring aus losreiten. Und was ich von dir brauche, ist Geld für ein neues Schwert und ein Gambeson. Und ich will mein Schild in Stephans Farben bemalen lassen. Führt das alles irgendwo hin, Richard? Du bist nun schon seit Jahren damit zugange. Und hat der König je erwogen, dich zum Grafen von Shiring zu machen? Noch nicht. Aber ich habe Seite an Seite mit ihm gekämpft. Er kennt meinen Namen, Ellie. Oh. Na gut. Wir treffen uns in Shiring. Ich bringe das Geld mit. So, wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Hier kommen wir noch nicht lang. Wir werden noch einen Weg finden, den Philipp soll mal was ausrichten. Ja, Philipp? Ganz genau. Ja, Aljena sagt, dass ihr eure Arbeiter bezahlen könnt. Sie hat genug Geld, um jetzt schon die ganze Wolle der Priorei aufzukaufen und dann selbst in Shiring weiterzuverkaufen. So könnt ihr euer Geld früher bekommen. Ist das wahr? Aber ihr müsst sie selbst nach Shiring begleiten. Sie muss das Geld erst noch holen. Je früher, desto besser. Ich muss ohnehin mit Percy Hamley sprechen. Danke, Jack. Aber jetzt kehr besser wieder zurück an deine Arbeit. Tom will mit dir sprechen. Ja. Wenn ich Tom jetzt anspreche, wird er darauf bestehen, dass ich auf der Baustelle bleibe und weiterarbeite. Habe ich hier draußen wirklich alles erledigt? Ich denke, ich bleibe noch etwas draußen. Ja. Ich weiß nicht. Können wir ihm noch einen auswischen? Nein. Ich muss mir was... Finden wir noch irgendwas? Komm, eine Schaufel. Finden wir irgendeinen guten Weg, den Alfred einen auszuwischen. Hier in der Mühle waren wir auch noch nicht drin. Okay, was tut er hier? Aha, in den Balken wurde was gekritzelt. Das Wasser treibt das Rad an. Dann noch mehr Räder. Und den Mühlstein. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an.
Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Aha, wenn wir das automatisieren. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Wenn automatisierte Hämmer- und Meißelmaschine bauen. Wenn ich einmal mehr das Wasser ist. Und mit den Ameisen später. Ja, nichts Interessantes hier. Ich gehe besser nicht zu nah ran. Das können wir mal versuchen. Ich muss besser zielen lernen. Dann stecken wir dem Kollegen hier im daneben. Ein Wespennest in die Schultern. Ich gehe besser nicht zu nah ran. Na komm, das kriegen wir hin. Na komm, das war noch ein Treffer. Zu Konzentration. Verdammt. Jawohl. Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Ach so, einfach zum Abschießen oder was? Wenn ich einmal mehr Zeit habe, überlege ich mir mal ein paar andere Arten von Mühlen, die wir bauen könnten. Das Wasser ist hier. Wenn ich das Wasser... Okay, das romantische Plätzchen an der Weide. Selbst wenn ich sie wieder rausfischen würde, könnte man bestimmt kein Wort mehr entziffern. So. Weitere Wespennester noch. Abernten. Hier ist keines. Bringt uns jetzt auch nicht sonderlich viel, aber okay. Hier ist noch ein Wespennest. Ihr seid doch keine Heiden, richtig? Ha! Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Ach, ihr seid keine Heiden. Also solltet ihr es besser wissen. So. Entschuldigst du dich jetzt oder was? Für was? Ja, was willst du überhaupt? Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal einen Finger krumm machst? Wenn du so weitermachst, gibt Tom dich ins Kloster. Hey, wir wollen den auch nicht haben. Er lenkt mich immer ab. Wie soll ich so denn arbeiten? Okay, ich glaube, da drinnen war noch einer. Wenn ich Tom jetzt anspreche, habe ich hier drauf... Ja, müsste. Lass zurückgehen. Jack? Das ist noch ein Wespennest. Das kann man entfernen. Wir müssen reden. Du wolltest den Karkstein zu Ende machen und ich habe dich gelassen. Stattdessen hast du dich schon wieder mit Alfred angelegt. Du machst dich vor anderen über ihn lustig, weil er nicht lesen kann. Du schlägst ihn.
Und jetzt erzähl mir nicht schon wieder, dass er angefangen hat. Denn alle sagen, du hast den Streit vom Zaun gebrochen. Subprior Remigius hat mir gesagt, du hättest die Mönche im Skriptorium gestört. Philipp hat mir gesagt, ich soll lesen üben. Die Bibel solltest du lesen. Nicht das seltsame Buch, über das du dich erkundigt hast. Und dann vertust du deine Zeit einfach auf dem Friedhof und dem Markt. Und in der Küche. Und unterhältst dich den lieben langen Tag mit den Walkerinnen. Ich habe eine Salbe für sie gemacht. Ich wollte ihnen helfen. Stattdessen hättest du arbeiten sollen. Weißt du nicht, dass wir kurz davor stehen, den ganzen Bau zu schließen? Wenn ich nicht vorgeplant hätte, dann wäre es schon vorbei. Aber wie soll ich vorausplanen, wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, Jack? Was? Vorsicht! Wow! Das... Alles in Ordnung? Ja. Hier oben! Kommt! Schnell! Ah, shit. Was ist passiert? Dein Sohn glaubt, ich hätte die Steine fallen lassen. Du hast sie raufgezogen, nicht wahr? Natürlich. Das ist meine Aufgabe. Er war bestimmt wütend, weil er vielleicht keinen Lohn kriegt. Hör auf, Alfred! Was? Peter, was war hier los? Ich bin mir nicht sicher, aber da war ein Mönch. Er trug eine schwarze Kutte. Und als er sah, dass ich ihn bemerkte, lief er weg. Vielleicht war er es. Eine schwarze Kutte? Willst du damit sagen, es war mein Fehler? Nein, nein. Ich kannte den Kerl nicht. Ich bin sicher, er war nicht von hier. Nein, Peter hat die Steine fallen lassen und will es nicht zugeben. Ich versichere euch, ein Mönch würde so etwas nie tun. Ich habe einen Mönch in Schwarz gesehen, auf dem Markt. Was du nicht sagst. Ich war auch dort, zur gleichen Zeit wie du. Erzähl, was hat er getan, als du ihn gesehen hast? Er wäre fast auf zwei Hühner getreten. Stimmt, das Jack hat recht. Ich erinnere mich jetzt. Da war ein Mönch. Und er ist in die Kathedrale gegangen. Ich gehe vorne raus und suche nach ihm. Du überprüfst die Rückseite. Mach ich. Wo ist der Mönch in Schwarz? Hat er wirklich das Seil durchtrennt? Da ist er doch. Saboteur. Hätte jemanden erschlagen können. Ihn oder den Tom. Wo ist er hin? Hier ist er, zur Brücke. Er läuft in eine Sackgasse. Hier. Hey, du! Hey! Steinschleuder. Was ist hier los, Mönch? Mutter! Jack? Er ist kein Mönch. Er hat versucht, mich umzubringen. Du hast was? Bitte, ich... Ich kenne dich. Du gehörst zu ihnen. Haben sie dich geschickt? Bitte, lass mich gehen. Weswegen hat man dich geschickt? Tom Bilder. Ich sollte Tom Bilder umbringen. Das ist jetzt nicht unbedingt besser. Tom? Was geht hier vor? Hör mir gut zu. Ich kenn dich. Ich kenn dein Gesicht. Sag ihnen, du hättest es geschafft. Sag ihnen, Tom Bilder sei tot. Aber... Sag es ihnen, sonst werde ich dich finden. Ja. Lauter, oder ich beleg dich mit einem Fluch. Ich werde ihnen sagen, was du willst. Bitte. Was zum Teufel? Wer war das? Ich hab das Was Gesicht nicht das? Gesehen. Warum hast du ihn gehen lassen? Er war hinter Tom her. Nach all den Jahren geht es wieder los. Was? Sag Tom, er soll sich bedeckt halten. Wenn wir Glück haben, glauben sie, dass er tot ist. Fürs Erste. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin der Grund, weshalb sie ihn töten wollen. Es ist meine Schuld. Was ist deine Schuld? Wir hätten nie nach Kingsbridge kommen sollen, Jack. Aha. Wieso das denn nicht? Ein Brief
aus Gloucester. Flip von Gwinnett, bezüglich eurer Frage zu eurem Bruder Francis, muss ich euch leider informieren, dass er seit über 5 Jahren nicht an unserem Bistum gesehen wurde. Meines Wissens nach liegt das an seiner Arbeit für Robert von Gloucester. Am Anfang von Graf Robert habe ich nur in Erfahrung bringen können, dass sein Schreiben zur Geheimhaltung verpflichtet sind und daher keine Anfragen beantworten. Diese Zeiten des Krieges sind Zeiten der Geheimnisse. Ich habe Vertrauen darin, dass euer Bruder Francis wohlauf ist und Graf Robert bei seinen Aufgaben tatkräftig unterstützt. Ich bete dafür, dass sein Kampf um den Thron im Namen seiner Schwester Mathilde Früchte tragen und dies das Ende der Anarchie bringen wird. Wir haben von eurer wundervollen Arbeit in Kingsbridge gehört. Euer Sankt Adolphus ist inzwischen sogar im Heiligen Römischen Reich bekannt. Superprior Sebastian Curé von Gloucester. Aha. Er wieder. Philipp, entschuldigt die Störung. Philipp? Bitte verzeiht. Ist alles in Ordnung? Ich dachte gerade an meinen Bruder. Was ist? Aliena ist bereit, mit euch nach Shiring zu reiten. Dann sollte ich sie nicht warten lassen. Okay, ein weiterer Ritt. Als wir losritten, gab Aliena ihrer Erleichterung Ausdruck, dass Percy Hamley während des Wollmarks in Shiring Hof hielt und nicht in der Burg ihres Vaters. Ich hatte es Aliena noch nicht gestanden, dass ich mir die Schuld am Schicksal ihres Vaters gab. Als wir auf eine große Gruppe von Bauern trafen, die so verzweifelt wirkten wie die Flüchtlinge, die seinerzeit aus Earls Castle gekommen waren, spürte ich Schuld und Scham in mir aufsteigen. Inzwischen halt machen. Gleich weiter nach Shiring. Machen Zwischenstopp. Philipp hielt an, um mit den Bauern zu reden. Und ich ebenso. Natürlich konnte er nicht an Menschen vorbeigehen, die in Not waren. Nicht einmal, wenn er unterwegs war, um Kingsbridge vor einem weiteren Übergriff der Hamleys zu retten. 2 der Bauern brachen in Tränen aus und bettelten um Essen. Philipp war beschämt, als sie den Saum seiner Kutte packten und um eine milde Gabe heischten. Sie sagten, sie kämen aus Wigley. Sie hätten unerlaubt eine Mühle gebaut und keine Steuern für das Mahlen an den Grafen von Shiring entrichtet. Ich biss mir auf die Lippe, als sie den Titel nannten, der meinem Vater gehört hatte. Zur Strafe hatte der Graf ihre Mühle zerstört. Philipp schien sich unsicher zu sein, was er dazu sagen sollte. Ich war weniger zögerlich. Ich fragte sie, warum sie unerlaubt eine Mühle gebaut hätten. Die Bauern erzählten uns, dass die Mühlsteuer in ihrem Dorf verdoppelt worden sei. Die Bauern schrien, der Graf habe auch ihre Felder verbrannt, ihre Häuser zerstört und ihnen ihr Vieh weggenommen. Ein paar von ihnen seien getötet worden. Philipp sagte ihnen, sie sollten nach Kingsbridge gehen. Wir ritten weiter und er schwieg. Vielleicht hatte er angefangen, die Hoffnung zu verlieren, seine Probleme mit dem Grafen in Shiring zu lösen. Okay, ab zum Bischofspalast. Ich hatte den Hamleys nie getraut. Oha. Und doch war ich anscheinend im Laufe der Jahre sorglos geworden. Sie hatten getan, was sie König Stefan und mir versprochen hatten. Doch eigentlich hätte ich wissen sollen, dass sie am Ende ihr Wort brechen würden. Während ich diese finsteren Gedanken wälzte, kamen sie an einem Galgen vorbei, an dem 2 Männer baumelten. Eine alte Frau stand neben einem der Gehängten und knurrte uns wütend an. Okay, weiter. Die alte Frau sah uns an wie ein in die Enge getriebenes Tier. Philipp wollte wissen, was geschehen sei. Sie lachte schrill und schüttelte den Kopf. Sie durchsuchte weiter die Kleider der Toten. Sie hatte ihnen schon die Schuhe ausgezogen und bei einer der Leichen ein paar Münzen gefunden.
Erst jetzt sah ich, dass irgendjemand Fuchsschwänze an die Leichen gebunden hatte. Man hatte ihnen die Hände abgeschnitten und ihre Gesichter waren versenkt. Ach du Schande. Ich fragte mit strenger Stimme, was mit den Männern geschehen sei. Die alte Frau lachte schrill und meinte, sie hätten mit Feuer gespielt. Als Philipp sagte, sie solle bei Gott meine Frage beantworten, wurde sie ernst. Sie erklärte ihm, diese Männer seien Wilddiebe und bei der Jagd in den Wäldern des Grafen ertappt worden. Philipp ritt weiter, und als ich zu ihm aufschloss, konnte ich sehen, dass er jetzt entschlossener denn je war, mit Percy Hamley zu reden. Oh wei. Dann ab nach Shiring. All jener ritt an meiner Seite, ohne zu wissen, dass ich seit langer Zeit am Schicksal ihrer Familie schuld war. Seit ich damals den Fehler gemacht hatte, Walrond Biggott zu vertrauen. Ich fühlte mich wie eine Fliege im Spinnennetz. Jede Bewegung, die ich machte, schien mich tiefer zu verstricken. Aber dann riss mich all jenes Ausruf, als sie an mir vorbeiprescht, aus meinen Gedanken. Shiring, rief sie. Aha. Angekommen. Die Säulen der Erde, wer den Wind zählt, Kapitel 10. Der Aufstieg von Kingsbridge. Was du getan hast, du hast dich sehr bemüht, die Arbeit an deinen Karkstein zu beenden. Naja. Mit Unterstützung von Ellen und Milos hast du den Valkarin geholfen. Alfred hasst dich und du hast dich zweimal an ihm gerecht. Alfred hat dir gesagt, dein Vater sei ein Dieb und in Shiring gehängt worden. Richard versucht, die Grafschaft für sich und Alena zurückzugewinnen. Du hast Cuthberts Grab besucht und Bruder Arnold versprochen, ihn zu begraben. Du hast zwei Wespennester zerstört, aus dem Mönch gefangen. Ellen zwang ihn zu behaupten, Tom sei tot. Ja, und dann mache ich auch, glaube ich, gleich Schluss. Wir akzeptieren unser Schicksal. Machen erstmal noch ein bisschen weiter.